Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur diesjährigen Wirtschaftspressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mein Name ist Thomas Koch, ich bin der Pressesprecher des Börsenvereins. Ich freue mich über alle, die hier im Saal sind, im Haus des Buches und über alle, die uns per Livestream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen, auf welchem Kanal auch immer Sie uns heute verfolgen. Ja, wie Sie sehen, ist unser Podium heute etwas kleiner als geplant. Unser Hauptgeschäftsführer Peter Kraus vom Kleff hat sich leider eine Sportverletzung zugezogen und kann deswegen heute nicht dabei sein. Wir schicken ihm aber viele Besserungswünsche nach Hamburg. Nächstes Jahr ist er wieder mit dabei. Umso mehr freue ich mich, dass neben mir Karin Schmidt-Friedrich sitzt. Sie ist die Vorsteherin des Börsenvereins und wir werden heute zu zweit mit Ihnen über die aktuelle Lage auf dem Buchmarkt sprechen. Herzlich willkommen. Ja, wie geht es dem Buchmarkt? Fragezeichen. Wir haben den Titel der diesjährigen PK bewusst als Frage formuliert, denn die Situation, in der der Buchmarkt aktuell ist, ist schwer so auf einen Satz zu bringen. Die Pandemie ist vorbei, neue Krisen sind da und dann waren da ja auch noch Medienwandel und Digitalisierung. Es ist sehr spannend, da mal genauer hinzugucken und zu analysieren, welche Auswirkungen die Polykrise, wie man das heute so schön nennt, auf das Verlegen, Verkaufen und Kaufen von Büchern hat. Und genau das wollen wir heute zusammen tun. Bevor wir starten, erlauben Sie mir noch ein paar Anmerkungen. Sie können natürlich Fragen stellen. Und zwar im Saal hier später haben wir hier ein Mikro aufgestellt. Da werde ich Sie dann nachher aufrufen und dann können Sie gerne Ihre Frage direkt stellen. Wenn Sie den Livestream verfolgen, sehen Sie unter dem Livestream auf unserer Webseite ein Fragentool. Dort können Sie dann sozusagen aus der Ferne Fragen stellen. Ein kleiner Hinweis dazu, dort steht Anmelden, um dem Chat beizutreten. Da müssen Sie einfach nur Ihren Vor- und Nachnamen eintragen, gerne auch das Medium in Klammern und dann sind Sie freigeschaltet und können Ihre Frage posten. Ich bekomme die hier auf meinen Laptop, kann die dann freigeben und werde sie dann sammeln. Sie können sie gerne jetzt schon stellen und werde sie dann im Nachhinein gebündelt beantworten. Ab ca. 12 Uhr finden Sie dann auch alle Unterlagen von heute auf unserer Webseite unter www.börsenverein.de/buchmarkt. Und wenn Sie sich noch vertiefter mit den Buchmarktzahlen auseinandersetzen möchten, Anfang August erscheint wieder unser Zahlenwerk Buch und Buchhandel in Zahlen. Das gibt's im Buchhandel, aber MedienvertreterInnen können gerne auch ein Presseexemplar bei uns bekommen. So, genug der Vorrede, fangen wir an. Frau Schmidt-Friedrichs, in den vergangenen Jahren hat uns ja hier sehr die Pandemie beschäftigt. Wir haben uns gefragt, welche Auswirkungen hat zu welchem Zeitpunkt die Pandemie auf dem Buchmarkt. Jetzt ist Corona ja fast schon nur noch eine schlechte Erinnerung. Wie ist es denn mit dem Buchmarkt? Ist da die Pandemie auch vorbei? Die Pandemie ist auch auf dem Buchmarkt vorbei, aber das heißt leider nicht, dass wir uns entspannt zurücklehnen, sondern wir leben in herausfordernden Zeiten. Sie haben es gesagt, die globalen Krisen spürt natürlich auch der Buchhandel oder die Buchbranche. Ich möchte aber dazu sagen, dass sich die Buchbranche innerhalb dieser Krise selbstbewusst und vor allem engagiert behauptet. Die Pandemie hat, das merken wir noch, die Marktstrukturen einmal wirklich durchgeschüttelt. Sie erinnern sich an Ladenschließungen und natürlich hat der Onlinehandel davon profitiert. Jetzt entwickelt sich online wieder ein Stückchen zurück und der stationäre Handel wieder ein Stück rauf, also genau das Ende der Pandemie. Geblieben ist aber ein Digitalisierungsschub und die Erkenntnis der Menschen, dass fast jede Buchhandlung in Deutschland einen Onlineshop hat und dass man da sehr komfortabel bestellen kann. Das heißt, das bleibt. Was aber leider auch bleibt, ist, dass die Pandemie zur Verödung der Innenstädte noch mal mehr beigetragen hat. Und das sehen Sie ja hier in Frankfurt und egal von wo Sie sich per Stream zuschalten. Das ist wirklich dramatisch. Und das Nächste, was wir eben auch spüren, ist eine Kaufzurückhaltung und ist natürlich auch ein immenser Kostendruck. Das heißt vor allem für die kleinen Verlage, dass sie wirtschaftlich wirklich am Limit sind. Da würde ich gerne noch mal daran erinnern, dass im Koalitionsvertrag die Verlagsförderung steht. Das würde helfen. Dass die kleinen Verlage am Limit sind, macht auch was mit neuen AutorInnen. Denn die kleinen Unternehmen entdecken die Stars von morgen
Und wenn die kleinen Unternehmen nicht gut dran sind, dann ist es auf Dauer auch um die Stars von morgen nicht so gut bestellt. Das klingt jetzt erstmal auch ein bisschen besorgniserregend. Gibt es denn noch andere Trends, die auch Hoffnung machen? Klar. Also zum einen ist es spannend, wie Audio boomt. Also das Hörbuch in Form von Downloads und Streaming nimmt immens zu. Das hat in der Pandemie angefangen, aber das geht richtig exponentiell weiter. Das finde ich eine gute Nachricht, denn es kommt ja nicht so auf die Ausgabeform an, sondern vor allem darauf, dass die Inhalte wahrgenommen werden, aufgenommen werden. Und das Zweite, was mich sehr freut, ist, dass die jungen Menschen zwischen 16 und 29, wenn sie Bücher kaufen, dann mehr Bücher kaufen und dafür mehr Geld ausgeben. Das heißt, wir entwickeln, da kommen richtige Buchfans nach. Und das ist ja tatsächlich auch die Zukunft. Ein ganz kleines bisschen Wasser wieder auch hier in den Wein. Dem entgegenstehen zunehmend Viertklässler, die nicht mehr funktional lesen können. Und wer nicht funktional lesen kann, wird auch kein Vielleser. Das klappt einfach nicht. Da ist die Politik vor allem gefragt. Dann schauen wir uns das nochmal an, was das in Zahlen bedeutet und gehen erstmal ins Vorjahr. Wie hat sich denn der Buchmarkt im vergangenen Jahr entwickelt? Jetzt mal, dass Sie die Zahlen auch sehen. Sie sehen am Ende dieser Kurve geht der Graph nach unten. Da sieht man, wie das allgemeine Konsumtief eben auch die Buchbranche erwischt mit -1,9%. Das ist moderat, aber es ist eine Kurve nach unten und eine Kurve nach unten kann einen nie freuen. Es gibt, das werden Sie im Laufe dieses Vormittags oft erleben, es gibt immer eine Kurve nach unten und dagegen auch eine nach oben. Die nach oben zeigt, ist die Zahl unten in der Ecke gegenüber der Vorpandemiezeit 2019. Das bleibt ja unser Vergleichszeitraum. Liegt die Buchbranche mit 1,6% im Plus. Dann mache ich weiter. Ja, jetzt haben Sie hier den Gesamtkuchen, was uns als Börsenverein natürlich freut, ist, dass der Sortimentsbuchhandel, der dicke rote Teil mit 41,9% und einem Plus von 5% weiter der wichtigste Absatzkanal bleibt. In der Corona-Pandemie, das habe ich eben schon gesagt, ging natürlich online hoch. Jetzt kommt der Handel zurück. Der Umsatz via Internet sinkt um 12,6%. Das Geschäft vor Ort nimmt um 5% zu. Nichtsdestotrotz bleibt online, das habe ich aber eben auch gesagt, bleibt ein wichtiger Absatzkanal. Dazu ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das, was wir hier unter Internetbuchhandel sehen, sind nicht nur große Unternehmen aus Seattle, die in Deutschland keine Steuern zahlen, sondern das ist zur Hälfte der Online-Buchhandel des Buchhandels, also Ihr stationärer Buchhandelspartner vor Ort, der eben einfach einen sehr guten Online-Shop hat und alles genauso bis morgen bestellen kann. Kann man gar nicht oft genug sagen. Ja, dann kommen wir zu den Warengruppen. Wachsen und weiter das Wichtigste ist die Belletristik, also das, was alle normalen Menschen da draußen auch unter Buchbranche verstehen. Wir verstehen darunter noch mal mehr. Leicht zurückgegangen ist das Kinder- und Jugendbuch. Riesig dazu gewonnen hat natürlich die Reise, weil wir ja alle nicht gereist sind während der Pandemie und jetzt alle reisen wollen, gibt es entsprechend Reisebücher, die wachsen. Was mich freut, ist, dass auch Schule und Lernen zugenommen hat, weil das einfach bildungspolitisch wichtig ist. Und um bei der Reiseliteratur noch was nachzuliefern, +16,5%, das klingt bombastisch, es war aber auch für die Reiseliteratur dringend nötig. Belletristik und Kinder- und Jugendbuch liegen 22 über der Vor-Corona-Zeit, auch das ein schönes Signal. Sie sagen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Alles perfekt. Super. Ja,
Dann würde ich anfangen mit den Erstauflagen. Sie erinnern sich, während der Pandemie haben sich die Verlage aus Unsicherheit etwas vorsichtig verhalten und es sind zurückgegangen mit den Erstauflagen. Das bleibt jetzt auf diesem Niveau mit plus 0,4% letztlich stabil, obwohl die hohen Papierkosten, Energiekosten und so weiter sich natürlich auch bei den Verlagen bemerkbar gemacht haben. Die Zahl der Übersetzungen ins Deutsche ist ganz ordentlich gestiegen. Also die Deutschen haben Lesehunger auch auf Stoffe, die aus dem Ausland kommen, mit plus 8%. Das ist toll, weil das war während Corona deutlich zurückgegangen. Der Anteil von Übersetzungen an allen Neuerscheinungen lag mit 14,6% höher als in den vergangenen 10 Jahren. Also die Globalisierung der Welt macht sich auch auf dem Buchmarkt bemerkbar. Leider aber nicht im the other way around. Also wir verkaufen weniger Rechte ins Ausland und das liegt vor allem daran, dass fast nichts mehr nach Russland verkauft wird. Russland war aber der zweitwichtigste Lizenzmarkt für deutsche Verlage. Das ist er jetzt nicht mehr, jetzt ist er auf Platz 10. China ist immer noch wichtigster Lizenzkäufer, aber die entwickeln eben auch selbst und im Zweifel spielt auch die politische Instabilität eine gewisse Rolle, dass da eben weniger verkauft wird. Vielleicht zur Abrundung, wenn Sie einen Inhalt aber fertig haben und eine Lizenz davon verkaufen, ist das eine wichtige Einnahmequelle für die Verlage, das fehlt schmerzlich. Ja, vielen Dank. Wir haben auch gehört, dass die Pandemie die digitalen Entwicklungen kräftig gepusht hat. Dann schauen wir uns doch jetzt mal die digitalen Formate an. Wie haben sich denn E-Books und Hörbücher entwickelt? Ja, während die Läden während Corona geschlossen waren, sind die Menschen natürlich aufs E-Book umgestiegen. Die Menschen kommen zum Buch zurück, das E-Book bleibt im Prinzip da, wo es war, geht sogar jetzt ein ganz kleines Stückchen zurück um minus 0,2%. Das ist aber ja mehr oder weniger stagnant. Ich glaube, man kann das so sagen, das E-Book hat sich als Editionsform seinen Raum erobert und bleibt aber dort und etabliert sich eben letztlich bei so einem Umsatzanteil von 6%. Und da habe ich fast das Gefühl, gehört es auch hin und wird es bleiben. Die E-Book-Käuferinnen, da sehen Sie jetzt noch mal mehr die Tatsache, dass während der Pandemie die Menschen gesagt haben, na gut, besser als dass ich nichts lese, lese ich E-Books. Und jetzt scheinen die zu den gedruckten Büchern zurückzugehen. Zumindest geht die Anzahl an E-Book-KäuferInnen zurück. Ja, das hatte ich eben schon so ein bisschen angeteasert. Die Menschen hören. Und zwar sehr gerne und sehr viel. Hörbuch boomt. Vielleicht ist da mal ein Dank angesagt. Wir sind in einer Kooperation mit Media Control, die uns all diese Zahlen jetzt überhaupt erstmal auf die Ohren oder zum Anschauen gegeben haben. Natürlich sind da Download und Streaming wichtige Treiber und die klassische CD nicht mehr. Immerhin noch mit 13,3%, aber vermutlich eher rückläufig. Und ich gehe auch davon aus, dass das Wachstum so bleibt. Sie sehen, wie sich das vor allem auch zuvor Corona wirklich sensationell entwickelt hat. Zahlen vorlesen finde ich irgendwie genau, doof, sieht man ja. Ich finde eine Steigerung von 154,9% beim Streaming in davon den letzten 3 Jahren. Solche Steigerungsraten haben wir selten. Das stimmt. Ja. Auch das überrascht jetzt nach der vorigen Folie wahrscheinlich nicht. Die Zahl der Menschen, die Hörbücher downloaden, streamen, auf welche Art auch immer kaufen, wächst. Über Download und Abo gab es im letzten Jahr 3,4 Millionen Menschen, die Audiobooks gehört haben. Und das sind über rund 200.000 mehr als im Jahr davor. Also da sieht man das richtig so. Das ist echt eine Menge Menschen, die das Hören für sich entdeckt haben. Vielen Dank. Ja, das sind jetzt sozusagen die Käuferzahlen der digitalen Formate. Und ich darf Ihnen jetzt noch etwas zum Gesamtmarkt der KäuferInnen
erzählen. Und das hat uns ja in den letzten Jahren immer stark beschäftigt, weil die Zahl rückläufig war. Und da gibt es in diesem Jahr gute und weniger gute Nachrichten. Erstmal starten wir mal mit der weniger guten. Die Entwicklung hat leider auch sich fortgesetzt. Also die Zahl derer, die Bücher kaufen, ist weiter zurückgegangen. Im letzten Jahr waren es 25,8 Millionen Personen, die mindestens ein Buch gekauft haben. Das sind 1,4 Millionen weniger als im Jahr davor. Kommen wir jetzt zu den hoffnungsvolleren Zahlen. Die jungen Menschen zwischen 16 und 29 zeigen erfreulichere Trends auf. Zwar ist auch da die Zahl derer, die Bücher kaufen, zurückgegangen. Wie Sie ganz links sehen, von 2017 auf 2022 von 4,0 auf 3,3 Millionen KäuferInnen. Aber diejenigen, die Bücher kaufen, die steigern ihre Nutzung ganz ordentlich. Sie sehen in der Mitte, wie viele Bücher pro KäuferInnen gekauft werden. Und das ist tatsächlich um 24% gestiegen im 5-Jahres-Vergleich, also von 9,4 gekauften Büchern auf 11,7. Und die jungen Menschen, die Bücher kaufen, geben auch mehr aus für Bücher. Und zwar waren es 425 Millionen Euro im letzten Jahr. Das ist eine Steigerung um 8% in 5 Jahren. Und das ist eben das auch, was Hoffnung macht. Zwar zeigt der Rückgang ganz klar, die Buchbranche kann sich nicht zurücklehnen. Es gibt ein Thema, das müssen wir angehen. Es muss aber auch die Politik angehen. Gleichzeitig aber gibt es gerade in der jungen Zielgruppe sehr, sehr viel Potenzial. Ja, und wie spricht man jetzt junge Menschen gezielt auch auf Bücher an? Sie können sich alle vorstellen, dass Social Media eine immer wachsendere Bedeutung nicht nur im Leben von jungen Menschen hat, sondern eben auch als Impulsgeber für Buchkäufe. Und wir sehen, dass bei den 16- bis 19-Jährigen schon mehr als jeder vierte für Bücher ausgegebene Euro von sozialen Netzwerken, von Buchempfehlungen, von BloggerInnen, von InfluencerInnen inspiriert ist. Und das ist auch in den anderen jungen Altersgruppen, also bis 24, 17%, bis 29, 14%, immer noch sehr, sehr bedeutend. Und ein sehr wichtiger Trend ist aktuell dort BookTok, also Buchempfehlungen auf TikTok. Das nutzen sehr, sehr viele junge Menschen, posten dort sehr kurz, sehr pointiert, sehr emotional und kreativ ihre Leseempfehlungen und auch ihre Gefühle beim Lesen. Und Buchhandlungen und Verlage machen sich das auch zu eigen, machen da mit. Entweder sie sind selbst auch schon auf TikTok aktiv, machen da Buchempfehlungen, oder sie präsentieren natürlich genau die Titel, die die jungen Menschen sehen und die Trenden auf BookTok in den Buchhandlungen. Also sei es mit Büchertischen, sei es mit eigenen Regalen, sei es, dass sie die Young Adult Section ausbauen, Schaufenster gestalten. Also das ist eben eine große Chance auch, um Jugendliche und junge Menschen eben anzusprechen und auch eine Brücke zu schlagen vom Digitalen, also BookTok, ins Stationäre, weil sich das ganz und gar nicht ausschließt. Wir unterstützen das mit der BookTok-Bestenliste im Börsenblatt. Ne? Bestsellerliste, genau. Das ist eine Kooperation von BookTok, auch also von TikTok und Media Control, auf eine ganz gute Art zu messen, was trendet bei BookTok, aber was verkauft sich eben auch gut. Und das ist einfach eine sehr, sehr gute Orientierung auch für Buchhandlungen, die dann sehen können, diese Titel sind gerade im Gespräch bei jungen Menschen, die hole ich mir auch. Also das Prinzip Bestsellerliste, wie wir es auch von der Spiegel Bestsellerliste kennen, eben die Bücher hole ich mir eben auch in die Buchhandlung und dann finden auch die jungen Menschen direkt das, was sie eben auch auf ihrem Smartphone direkt finden. So, das war das Jahr 2022, ganz grob zusammengefasst. Jetzt ist auch schon das Jahr 2023 ein halbes Jahr alt. Und da wollen wir natürlich auch eine kleine Halbjahresbilanz ziehen und gucken, wie entwickelt sich denn die Situation und auch die Lage eben weiter jetzt auch schon aktuell in diesem Jahr. Und man wird sehen, dass sich die Inflation und auch die zurückgegangene Kauflaune nur sehr, sehr langsam erholen und wir vor allem auch im Mehrjahresvergleich durchaus interessante Entwicklungen sehen. Wir sehen hier jetzt erstmal die zentralen Vertriebswege, also den Gesamtmarkt und auf der linken Seite, wie wir im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 abschneiden.
Und das sieht erstmal ganz positiv aus. Also der Umsatz im ersten Halbjahr dieses Jahr liegt um 4,1% über dem vom ersten Halbjahr 2022. Der Absatz reicht noch nicht ganz ans Vorjahreshalbjahr dran, aber etwas. Wenn wir jetzt aber den Blick auf die rechte Seite sehen, sehen wir, wie das sich im Vierjahresvergleich entwickelt hat. Und das ist schon etwas beunruhigender. Da ist das Umsatzplus nur noch auf 1% geschrumpft. Und wir sehen, es werden weniger Bücher verkauft. Also wir haben ein Absatzminus von 7,9%. Wir sehen auch, dass das ist der mittlere Balken, die bezahlten Preise von den KundInnen gestiegen sind und das auch deutlich. Und das ist jetzt eben etwas, was einfach jetzt auch vielerorts zu beobachten ist. Seit der Euro-Umstellung haben die Verlage die Preise für Bücher eigentlich kaum nach oben entwickelt. Und das ist im Vergleich zu anderen Konsumgütern oder auch Kulturangeboten wirklich sehr, sehr moderat gewesen. Jetzt haben wir aber diese immensen Kostensteigerungen im letzten Jahr gehabt und auch in den Jahren davor die Beschaffungsengpässe. Die Verlage sind nicht mehr drum herum gekommen, jetzt auch an der Preisschraube zu drehen und die Preise anzupassen. Und man sieht auch, dass das richtig und wichtig war. Denn wenn wir nicht sozusagen eine leichte Preissteigerung von 10%, das ist ja über 4 Jahre, gehabt hätten, hätten wir da jetzt ein dickes Umsatzminus. Und die Margen in der Branche sind eh gering. Am kleinen Umsatzkuchen verdienen ja ganz viele mit AutorInnen, ÜbersetzerInnen, Buchhandlungen, Verlage, die Logistik. Und zumindest diese kleine Anhebung hat es eben geschafft, zumindest diese hohen Kosten etwas abzufedern. Und wenn man eben das vergleicht, auch mit der Inflationsrate und mit anderen Preissteigerungen, ist das immer noch sehr moderat. Wir sehen aber auch, also diese 10% sind sozusagen über alle oder 9,7% über alle Warengruppen. In einigen Warengruppen ist die Preissteigerung auch noch ein bisschen höher. Also Belletristik, Kinder-Jugendbuch, Ratgeber, Sachbuch. Und zum Schluss auch noch mal ein Blick auf das Geschäft vor Ort, also das, was wirklich über die Ladentheke geht. Auch da haben wir links, sehen wir im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr eine positive Entwicklung. Man muss aber auch sagen, dass das erste Halbjahr 2022 immer noch Pandemieausläufer hatte. Sie erinnern sich, die Leipziger Buchmesse ist zum dritten Mal da abgesagt worden. Also das war noch nicht alles in Butter. Und wir sehen auf der rechten Seite noch deutlicher, dass es einen Rückstand gibt zum Vorpandemieniveau. Und das ist schon natürlich was, was man im Auge behalten muss. 14% weniger Bücher verkauft, 5% weniger Umsatz gemacht und natürlich auch hier im Buchhandel eben die 10% rund Preissteigerungen. So. Das ist so grob die Zahlen. Wir haben es auch wirklich sehr kompakt gehalten, um sie jetzt auch nicht zu überfrachten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter auf Basis der Situation? Frau Schmidt-Friedrichs, welche Herausforderungen und Chancen sehen Sie denn für dieses Jahr, für das kommende Jahr? Ja, ich würde Ihnen hier gerne was anderes sagen, aber der Kostendruck hält an. Bei den Papierpreisen und den Druckkosten ist ein bisschen weniger, also geht jetzt die Steigerung nicht mehr weiter, sondern das scheint zu stagnieren auf dem Niveau. Energie wage ich nichts zu sagen, aber wird eher nicht entspannt. Aber das Konsumklima wird sich auch nach meinem Dafürhalten noch nicht so schnell erholen. Und ich habe am Anfang schon gesagt, die Menschen, die nicht in die Stadt gehen, kommen halt auch nicht in die Buchhandlung. Da müssen wir was dran ändern. Auf einer völlig anderen Ebene kommt als Herausforderung an uns alle, also nicht nur an die Buchbranche, ja die Frage, wenn wir die Welt unseren Kindern und Enkeln ordentlich übergeben wollen, muss Nachhaltigkeit ganz oben auf die Agenda. Und das ist eine Herausforderung organisatorisch und überhaupt, aber natürlich auch finanziell. Gott sei Dank gibt es trotzdem auch Chancen. Sie haben eben schon gesagt, dass die jungen Menschen wirklich ihre Anregungen in den sozialen Medien finden und es trotzdem schaffen, das ins Analoge zu übersetzen, also analoge Bücher im analogen Buchhandel zu kaufen aufgrund von Social Media und
Influencern und so weiter und so weiter. Das finde ich einen ganz spannenden Trend, weil wir früher ja immer so analog und digital als Entweder-Oder erlebt haben. Und das ist aber kein Entweder-Oder, sondern das macht die Zukunft sehr locker nebeneinander. Und als ganz tolle Chance, mit herzlichem Dank an Frau Roth und ihr Ministerium, der Kulturpass für 18-Jährige ist seit einem Monat und fünf Tagen aktiv. Es zeichnet sich ab, dass die jungen Leute mit ihren Buchwünschen in den Handel kommen. In Frankreich wird circa die Hälfte des Geldes, was in diesen Kulturpass investiert wird, in Bücher investiert. Das ist die Latte, die für uns liegt. Da müssen wir aber nochmal sehen, wie das läuft. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Chance, weil das natürlich auch diesen Trend, dass die jungen Menschen, die erstmal lesen, dann auch gerne und viel lesen, beflügeln könnte. Das sind so die Herausforderungen und Chancen, würde ich sagen. Und wie kann es jetzt uns und der Branche gelingen, diese Chancen auch zu ergreifen? Was brauchen wir dafür vielleicht auch von der Politik? Ja, ich habe vor 2 Wochen so ein intensives sowohl als auch Erlebnis in Berlin gehabt. Erstmal haben wir gemeinsam mit der Stiftung Lesen diesen nationalen Leseplan richtig mit Workshops und regelmäßigen Treffen von ExpertInnen mit ganz intensiv mit Leben erfüllt, aber dabei eben auch nochmal thematisiert, wie wahnsinnig wichtig das ist. Also nochmal, wenn jedes vierte Kind nicht wirklich versteht, was es da entziffert, das ist desolat für unsere Zukunft, auch für die Arbeitskräfte, die wir in Zukunft ja brauchen. Da sitzen jetzt intensiv Arbeitsgruppen dran und treffen sich regelmäßig und wollen der Politik nicht nur salopp gesagt Beine machen, sondern wollen sie auch unterstützen mit Fachkompetenz und mit Expertise und mit Statistiken und Studien und Ähnlichem. Und einen Tag später war ich dann beim Vorlesewettbewerb und der Vorlesewettbewerb hat trotz Corona-Zeiten einfach durchgehalten und das sind ja 6KlässlerInnen, die da lesen, das war das Bundesfinale und es war unvorstellbar, wie diese Kinder lesen konnten und Menschen in ihren Bann ziehen konnten. Das heißt, auch da ist so, wenn wir sie fördern würden, dann gibt es ja die Chancen, dass sie wirklich fantastisch, ja, Menschen in den Bann von Büchern ziehen. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde drüber reden, mache ich nicht, keine Sorge. Aber vielleicht möchte ich zum Schluss von diesem Thema sagen, es ist für mich einfach und für uns elementar wichtig, dass Bildungsherkunft nicht über Bildungszukunft entscheidet. Und dazu gehört Lesekompetenz, auch unabhängig von Börsenvereinsinteressen. Ich habe es auch schon angesprochen, dass die kleinen Verlage, die für die Vielfalt und für das Entwickeln von neuen AutorInnen elementar wichtig sind, dass die wirklich es sehr, sehr schwer haben im Moment. Das heißt, was im Koalitionsvertrag steht, alleine nützt noch gar nichts. Das muss jetzt auch umgesetzt werden. Und das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch. Wenn die Menschen nicht in den Städten sind, dann entdecken sie auch nicht per Zufall was beim Stöbern in ihrer Buchhandlung. Und was sie nicht per Zufall entdecken, kaufen sie zumindest in diesem Moment auch nicht. An der Stelle ist mir nochmal wichtig, unsere Branche ist, ja, wir sind bei der Wirtschaftspressekonferenz und wir sind Wirtschaftsunternehmen. Aber wir haben ja noch eine weitere Aufgabe und eine Buchhandlung in einer Innenstadt oder in einem Vorort übernimmt eben mehr als nur die Versorgung mit dem Konsumgutbuch, sondern die übernimmt eben auch als dritter Ort eine ganz wichtige Rolle im Kontext von Urbanität und Stadt und Gesellschaft. Und auch dazu müssen die Menschen aber wieder in die Städte gelockt werden, weil sonst kann die Buchhandlung alleine diese Rolle auch nicht übernehmen. So magnetisch sie wirkt, sobald man sie lässt. Mein Schlusswort, Buchhandelsmagnetismus. Genau, und natürlich diese strukturellen Förderungen, die wir natürlich auch brauchen, ja. Gerade für die kleinen Verlage. Im Koalitionsvertrag steht es ja, geschrieben, die ist jetzt dringend nötig, um eben auch gerade die Situation der kleinen Verlage abzufedern, die eben sehr
sehr stark gebeutelt sind, auch nach der Pandemie. An denen dann ja auch wieder ganz viel unabhängiges Sortiment hängt. Also die Sympathieträger-Buchhandlungen, die Vielfalt und Neuentdeckung und jenseits von Bestsellerlisten aufstöberbar machen, die hängen ja mit den kleinen Verlagen zusammen. Genau, ein filigranes Netz, das es zu erhalten gilt. So, vielen Dank, Frau Schmidt-Friedrichs. Das waren jetzt erstmal die Zahlen, die wir Ihnen präsentieren möchten. Vielleicht hat sich jetzt die eine oder andere Frage auch bei Ihnen gestellt. Und dafür haben wir jetzt auch noch Zeit. Wenn Sie hier vor Ort sind, können Sie sich gerne melden. Ich rufe Sie dann auf und Sie können hier dieses Standmikro bitte nutzen, damit eben auch die Menschen im Chat, im Stream und Chat sehen und hören, was Sie fragen. Gleichzeitig können Sie hier, auch wenn Sie im Livestream sind, über das Fragentool unter dem Livestream Ihre Frage stellen. Wie gesagt, anmelden einfach ganz schnell mit Ihrem Namen, gerne auch mit dem Medium. Und dann einfach Ihre Fragen stellen und ich bekomme sie dann hier auf meinen Laptop. Sagen Sie bitte immer gern dazu, für wer Sie sind und für welches Medium Sie da sind, damit wir genau das wissen. Genau, dann gehen Sie bitte, genau, Herr Schmidt vom HR, gehen Sie bitte vor. Genau, andere Frage ist schon vorgemerkt und gerne, wie gesagt, auch im Livestream. Mich würde noch interessieren, gibt es denn Zahlen, wie viele Buchhandlungen im vergangenen Jahr aufgegeben haben in Deutschland, geschlossen haben? Also die Zahl der Buchhandlungen in Deutschland ist rückläufig. Pi mal Daumen sind ungefähr 100 Buchhandlungen, die jedes Jahr schließen. Gleichzeitig gibt es aber immer auch wieder Neugründungen. Also es sind immer so, gibt immer so 30, 40 auch Neugründungen von Buchhandlungen. Wir können das immer an unserer Mitgliedsstatistik ablesen. Das gab schon mal sozusagen einen stärkeren Rückgang vor 10, 20 Jahren. Das pendelt sich so ein bisschen ein, aber natürlich haben viele Buchhandlungen die Herausforderung, einen der NachfolgerInnen zu finden, eben auch aufgrund hoher Mieten und schlechter Frequenzen hier auch in den Innenstädten oder in den Vierteln sich zu behaupten. Viele schaffen das sehr, sehr gut, aber der Trend ist tatsächlich rückläufig. Wir haben aber mit rund 5000 Buchhandlungen immer noch ein weltweit sehr feines und vorbildliches Netz an Buchhandlungen in Deutschland. Also sind noch auf hohem Niveau bei leichtem Rückgang. Gerne, kommen Sie gerne nach vorne. Jens Bayer, GMEPD. Sie sprachen davon, dass besonders kleine, wir erwarten, dass kleine Verlage durch die Politik stärker unterstützt werden. Vielleicht können Sie konkretisieren, wie diese Hilfe aussehen kann. Dann habe ich noch zwei weitere Fragen. In vergangenen Jahren war immer mal wieder die Rolle von Amazon hier auch Thema. Gibt es da Aktuelles? Gibt es da Verfahren seitens von Verbänden oder Verlagen gegen Knebelverträge von Amazon? Und das Dritte, im vergangenen Jahr sprach hier der Hauptgeschäftsführer, Herr Kraus vom Kleff, vom perfekten Sturm, nämlich einem unglaublich steigenden Kostendruck durch Papier, Druckkosten, gleichzeitig die Verunsicherung der Verbraucher und der Rückgang des Konsums. Und er sprach davon, dass die Politik jetzt unbedingt hier die Branche unterstützen müsse, zum Beispiel durch eine Senkung der Mehrwertsteuer. Haben Sie da in Ihrem Lobbying bei der Politik irgendetwas erreicht? Wollen Sie zur Förderung kurz? Genau, dann schießen Sie los. Ich würde es jetzt hier nicht im Detail schildern wollen, aber in Österreich und der Schweiz werden Verlage langfristig strukturell gefördert. Und das ist insofern, gibt es Blaupausen. Und wir haben uns mit dem Papier, was dem Kulturstaatsministerium vorliegt, eher an dem Schweizer Modell orientiert. Und in diesen Ländern planen vor allem kleine, unabhängige Verlage diese Budgets wirklich ein. Und das ist eben was anderes. Ich kann zu meiner Bank nicht gehen und sagen, ich habe die letzten 2 Jahre den Verlagspreis gewonnen. Bitte gib mir mal einen Kredit. Ich bin ja immer noch so super. Das glaubt mein Banker nicht. Und die meisten Banker haben diese Fantasie nicht. Während das eben in unseren deutschsprachigen Nachbarländern absolut üblich ist. Und da sind die wichtigen Stichworte eben Berechenbarkeit und Langfristigkeit. Weil so ein Buchprojekt, wozu ich heute den Vertrag unterschreibe, das kann ja schon mal 3 Jahre dauern, bis das Buch kommt. Und
Insofern nützt es auch nichts, wenn das irgendwie kurzfristig gedacht ist, dann kann ich einfach keine langfristige Programmplanung machen. Entschuldigung für das Ich, da rutsche ich jetzt kurz in die Verleger, da kommt die Verlegerinnen-Erfahrung in die Vorsteherin mit rein, gilt aber auch für alle anderen Verlage. Wollen Sie zu Amazon? Genau, also Amazon ist natürlich nach wie vor ein Player auf dem Buchmarkt, den man genau beobachtet. Es ist aber so, dass es, ja, wie wir vorher gesagt haben, Amazon nicht mehr so sozusagen Alleinherrscher auf dem Buchmarkt ist. Rund die Hälfte des Online-Umsatzes macht nicht Amazon, sondern machen die Buchhandlungen vor Ort, die großen wie die kleinen. Also das heißt, und auch beim E-Book ist der Tolino ja sehr, sehr erfolgreich und hat aufgeschlossen. Also das heißt, da bietet man Amazon schon kräftig Paroli. Von Börsenverein gibt es aktuell kein Verfahren, das gegen Amazon geführt wird. Was es gibt, ist aktuell auch ein Verfahren gegen eBay tatsächlich, die nämlich ihren Marketplace genutzt haben, um da die Preisbindung nach unserer Meinung ein bisschen zu hintergehen. Das läuft aktuell noch, aber bei Amazon aktuell nicht. Und vielleicht zum perfekten Sturm, Kostendruck, da war es ja so, dass wir gesagt haben, wir brauchen einmal kurzfristige Maßnahmen, also das heißt eine Entlastung für die mittelständisch geprägte Buchbranche, und da kam ja von der Bundesregierung tatsächlich einiges, jetzt nicht speziell für die Buchbranche, aber für alle mittelständischen Energiepreisbremse etc., das hat geholfen, das war schon mal gut. Dann haben wir aber gesagt, auch langfristig bräuchten wir eben Möglichkeiten, die Verlagsförderung, da warten wir noch drauf, sind aber in Gesprächen. Und eben auch diese Nutzung, was die EU jetzt möglich gemacht hat, dass man eben für bestimmte Güter die Mehrwertsteuer bis auf null senken könne. Also das ist ja was die EU schon freigegeben hat. Soweit ich weiß, wird das in Deutschland noch nicht genutzt und eben auch fürs Buch noch nicht. Aber für uns wäre das nach wie vor eine sehr gute Möglichkeit, sozusagen, und auch die alle trifft letztendlich und sehr fair und breit gefächert wäre, um für dieses Grundnahrungsmittel, sagen wir mal, Buch, hier auch eine steuerliche Entlastung noch zu finden. Es ist allerdings, wie Sie sich unschwer denken können, im politischen Berlin im Moment nicht ganz leicht, Herrn Lindner Geld abzuluxen, um das personalisiert zu sagen. Ich würde mal kurz eine Frage aus dem Chat einwerfen. Warum sind E-Books teurer als andere Bücher? Sind sie nicht. E-Books sind immer günstiger, würde ich fast sagen. Aber nein, also E-Books sind wesentlich günstiger als gedruckte Bücher. Oft so, also 20-30%. Also das kann man ausräumen. Gibt es weitere Fragen? Herr Neuscheler, gern, gehen Sie an unser Mikro. Ich wollte nur nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe, dass Amazon Marktanteil dann ungefähr bei 12% ist. Sie sagten, dass es ungefähr die Hälfte ist vom Online-Umsatz, und der Online-Umsatz ist hier mit 24% angegeben. Ist das kann man so, das kann man so ungefähr rechnen, genau, ja. Und der ist rückläufig im Vergleich zu früher? Also Amazon veröffentlicht keine Zahlen, also deswegen wissen wir es nicht. Aber da der gesamte Online-Buchhandel ja nach diesem Peak-Anstieg in Corona jetzt wieder nach unten gegangen ist, hat er im Vergleich zum letzten Jahr der gesamte Online-Handel verloren sozusagen. Wir wissen aber nicht, wie viel jetzt Amazon und wie viel die stationären Buchhandlungen verloren haben. Aber im Langjahresvergleich hat der Online-Handel ja insgesamt gewonnen. So, stellen Sie gerne noch auch im Chat Fragen oder noch hier, wenn sich Unklarheiten oder zusätzliche Einschätzungen gefragt sind. Sie können natürlich auch immer auch noch mal im Nachhinein Fragen stellen, wenn Sie an Ihren Artikeln sitzen oder an Ihren Beiträgen und sich noch eine Frage ergibt. Sind wir natürlich auch immer noch da, aber es wäre auch noch Zeit für Fragen vor Ort. Sonst freuen wir uns natürlich, dass wir so klar und deutlich kommuniziert haben, dass Sie alle ein ganz konkretes Bild im Kopf haben, wie es im Buchmarkt im Moment geht. Ja, vielleicht nutze ich die kurze Pause, um mal zu danken.
diese Branche ist dankbar über jede und jeden von Ihnen, der die sich für uns interessiert und stark macht. Also das ist tatsächlich was, was wir brauchen als Buchbranche, diese Aufmerksamkeit. Und da die Feuilletons normalerweise nicht ausgeweitet werden, nehmen wir jeden und jede, der sich für uns interessiert, liebend gerne an, dankbar an. Gut, dann würde ich sagen, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, dass wir hier schön und kompakt hoffentlich Sie informiert haben. Schön, dass Sie bei uns waren und zugeschaut haben. Besuchen Sie uns, wie gesagt, gerne auch online unter börsenverein.de/buchmarkt für alle weiteren Informationen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag. Vielen Dank.